Hermann Schmittendorf mit einer neuen Ausgabe unseres Eisenbahnmagazins Kollivisia. Heute begeben wir uns auf eine Rundfahrt durch den Briezer Garten. Aus den Reisewagen der Briezer Parkbahn schauen wir auf die wunderbare Parklandschaft und wir zeigen, was es sonst noch in diesem Park an Attraktionen gibt. Viel Spaß! Bahnhof Buckower Damm. In den Personenwagen hat eine Kindergartengruppe Platz genommen. Unter den wachsamen Augen der Erzieherinnen singt sie fröhlich Volkslieder. Zu jeder vollen Stunde verlässt der Zug diesen am Lokschuppen gelegenen Haltepunkt. An Tagen mit hohen Besucherzahlen im Park, an Wochenenden und Feiertagen kursieren sogar halbstündlich zwei Züge. Und das im Uhrzeigersinn. Der Berliner Briezer Park entstand anlässlich der Bundesgartenschau. Die erste deutsche Veranstaltung unter diesem Namen fand 1951 in Hannover statt. Die Vorsilbe Bundes sollte verdeutlichen, dass es sich um eine Veranstaltungsreihe der alten Bundesrepublik, also Westdeutschlands, handelte. Im Zweijahresrhythmus wurde immer wieder neu eine westdeutsche Stadt Gastgeber der Bundesgartenschau, abgekürzt BUGA. Speziell angelegte und gestaltete Gelände voller Grün, Blumen, künstlicher Seen, Pavillons und Spielplätze sind eine erstklassige Touristenattraktion, die Massen von Touristen in die gastgebenden Städte dieser Veranstaltungen ziehen. Integraler Bestandteil dieser Konzeption sind Angebote eines bequemen Transports der Gäste durch den Park. So war es auch 1985 im damaligen West-Berlin. Der jetzige Betreiber der Parkbahn, Peter Erck aus dem thüringischen Ilmenau, setzt derzeit zwei verschiedene Wagentypen ein. Der längere Zug besteht aus drei Wagen, die auf Fahrgestellen aus dem Ersten Weltkrieg aufgebaut wurden. Diese Wagen sind besonders bequem. Sie haben mehr Sitzplätze als die sogenannten kleinen Wagen, die auf ehemaligen Militärwagen der westdeutschen Marine aus Laboe entstanden. Im Unterschied zu den kleinen Wagen sind die größeren abgefedert, was den Fahrkomfort erhöht. In Kurven bewegt sich der Wagenkasten frei auf Gleitbahnen, die auf der Oberfläche der Drehgestelle montiert sind. Die bewegliche Verbindung zwischen Wagenkasten und Drehgestell ergibt eine zusätzliche Abschwächung der Fahrtvibrationen. Alle Wagen sind überdacht. Der Passagier ist geschützt gegen übermäßige Sonnenbestrahlung und auch gegen zeitweilige Regenschauern. Einfahrt am ersten Bahnhof der Fahrt. Auf der Karte ist jede Haltestelle durch eine Babelsberger Diesellok der Type NS2F gekennzeichnet, den Zugmaschinen dieser Bahn. Wir begannen die Tour am rechten unteren Rand der Karte. Unten in der Mitte sieht man den nächsten Bahnhof, Heidehof. Eine zahlreiche Gruppe der Passagiere sind Eltern mit ihren Kindern. Aus diesem Grund ist ein wichtiger Pluspunkt des großen Zuges der angehängte Wagen zum Transport von Kinderwagen oder Kinderrädern. Die niedrigen Seitenwände bewirken, dass Be- und Entladung der Wagen blitzschnell geschehen. Der kurze Zug führt einen gedeckten Wagen. Seine Beladung mit Gepäck dauert etwas länger. Der folgende Streckenabschnitt ist sehr abwechslungsreich. Der Zug passagiert einen ersten kleineren See. Geradezu verpflichtend in diesem Park ist es, den Reisenden im Zug zuzuwinken und umgekehrt. Eine sympathische Geste, nicht wahr? Für einen kurzen Abschnitt haben wir Platz im Gepäckwagen eingenommen. Im Herbst ist das eine gute Idee. Wer hier sitzt, hat volle Kontrolle über sein Gepäck. Aber im Sommer ist es hier doch ziemlich heiß und drückend. Und es ist nicht jedermanns Sache, die Landschaft durch ein vergittertes Fenster zu betrachten. Blumen, Blumen, Blumen. Tulpen sind nur eine der zahlreichen Gattungen, die über den gesamten Park verstreut sind. Immer wieder sieht man auch Spielgeräte für Kinder. Am unteren linken Rand der Karte ist der nächste Bahnhof dargestellt. Sein Name verweist auf die hier anzutreffenden Blumen, Rosengarten. Manche der Gäste verlassen den Zug, andere steigen ein.
Die Preise sind gestaffelt. Man kann gesondert Fahrkarten kaufen für jeden Abschnitt oder für die Umkreisung des gesamten Parks. Kinder und Gruppen erhalten Rabatt. Wegweiser zeigen die Attraktionen des Parks, aber sie vergessen auch nicht die menschlichen Bedürfnisse. An jeder Haltestelle gibt es mindestens ein Restaurant, ein Café oder einen Schnellimbiss. Nach den Blumen kommen Spaß und Erholung. Die Älteren plaudern oder sonnen sich auf den bereitgestellten Liegen, während der Nachwuchs sich im Fußball übt. Die Parkbahn aus der Vogelperspektive. Mit einer scharfen Kurve ändert der Zug seine Richtung. Jetzt führt die Strecke nach Norden. Gleich den Landschaftsgärten des Klassizismus darf auch im Britzer Garten ein polygonaler Gartenpavillon mit Zeltdach nicht fehlen. Die Bahntrasse führt direkt an diesem Bauwerk vorbei. Und auch das gibt es. Manchmal spazieren tatsächlich Schwäne am Zug vorbei. Der nächste Bahnhof heißt Festplatz. Hier steigt eine lustige Damengruppe ein, die teilweise sogar schon in Ilmenau war, auf der anderen Eisenbahn, die der Briezer Parkbahnbetreiber Peter Erck unterhält. Lustig, müssen wir uns fragen, wenn man wieder da ist und wenn man drum war. Also genau passend auch für jedes Wetter, ne? Ja, sehr schön. Heute ist sehr schön. Schönen Ausblick hat man. Ja, sehr gemütlich, nette Leute, charmante Leute. Und Sie kennen Ilmenau? Aber ja, ich bin sehr gut. Aha. Ja. Dann kannten Sie die Eisenbahn dort auch schon? Da. Ich war auch schon da. Oh, ja, na wunderbar. Ja. Also Bahnfahren passt mit Park zusammen, passt gut. Passt immer. Uns fehlt nur noch der Sekt. Zeit für eine weitere Brücke, die entlang des Café am See führt. Ein weiterer Beweis der Vielfalt der Pflanzenwelt im Britzer Garten. An diesem Hang werden Weintrauben angebaut. We'll be right back.
Der Zug nähert sich dem nächsten interessanten Abschnitt der Bahnstrecke. Dieses Mal führt eine Holzbrücke für Fußgänger über die Gleise. Das nächste Restaurant, das Italo Bistro, liegt in einem futuristischen Pavillon am sogenannten Kalenderplatz. Der Name verbindet sich mit der hier aufgestellten größten Sonnenuhr Europas mit einem Durchmesser von 99 Metern. Bei gutem Wetter kann man hier fabelhaft die Zeit ablesen. Und man kann die Zeit vergessen. Was kann idyllischer sein, als auf einem bequemen Sessel beim Blick auf den See zu entspannen? Schwimmen auf dem See nur Enten und Schwäne? Weit gefehlt. Mit ein bisschen Glück findet man hier auch diese prächtigen Karpfen. Der Zug umkreist den Pavillon. Die Restauratoren umwerben die Parkgäste mit einer übergroßen Eiswaffel. Gestatten wir uns einen Blick in das Italo Bistro. Ohne Übertreibung darf man sagen, dass hier die interessantesten Speisen des Brezer Parks serviert werden. Auch die Getränke verdienen Lob. Seit 2001 bewirtschaftet die italienische Familie Uca dieses Restaurant. Anders als bei manchen Pizzerien darf man sagen, hier wird wirklich gute italienische Küche von Italienern serviert. Zum Beispiel Tagliatelle mit Kochschinken in Hummersoße. Einfach lecker. Das italienische Restaurant erfreut sich großen Zuspruchs. Kein Wunder, dass am Bahnhof Kalenderplatz viel los ist.
Kein Park ohne Kunst. Hier ein Beispiel moderner Kunst. Eine Skulptur des Künstlers Eduardo Paulossi mit dem passenden Namen Katastrophenbrunnen. Dieses Restaurant nennt sich Milchbar, aber keine Angst, hier gibt es auch andere Speisen und Getränke als aus Milch. Der weitere Abschnitt der Bahnstrecke führt an einem kleinen Zoo vorbei. Als erstes zeigen sich die Esel. Dieses Glashaus nennt sich Freiluftlabor. Es beherbergt eine Ausstellung mit verschiedensten Objekten, Karten und Fotos zur Naturkunde. Also diese Riesenspinne ist wohl eine leichte Übertreibung. Nur gut, dass es nur eine Attrappe ist. Der Zug fährt weiter zum nächsten Pavillon. Hier wartet auf die Gäste ein frommer Wunsch. Auf die Gäste warten Vorträge, verschiedene Honigsorten aus eigener Manufaktur, Ausstellungsstücke wie zum Beispiel Honigwaben und natürlich eine riesige Puppe der Biene Maya. In so einer Trommel schleudert man den Honig aus der Wabe. An der hinteren Wand des Gebäudes befinden sich Einfluglöcher für die Bienen. Der Zug fährt weiter zum nächsten Mini-Zoo. Ganz genau, jeder Arzt bestätigt das, kauen ist gut für die Verdauung. Derzeit arbeiten auf der Briezer Parkbahn abwechselnd drei Dieselloks der Babelsberger Baureihe NS2F. Betreiber Peter Erck schwört auf sie. Obwohl schon in den 1950er Jahren erbaut, sind sie zuverlässig, verbrauchen wenig Dieselkraftstoff und biologisch abbaubare Schmierstoffe helfen zusätzlich, dem Umweltschutz gerecht zu werden. Außerdem gibt es eine 2004 gebaute moderne Diesellok der Baureihe DS60 der Firma Diemer. Damit ist der Fahrbetrieb stets gewährleistet, selbst wenn einmal gleich zwei Dieselloks defekt sein sollten. Thank you.
Der Abschnitt der Strecke führt wieder direkt durch den Park, zwischen Bäumen und über Wiesen. Der Zug gewinnt schnell an Geschwindigkeit. Es nähert sich die Anfangsstation Kokoadam. Auf der Parkbahn gleicht das Leben einem großen Kreis. Auch die schönste Fahrt geht einmal zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.